Hallöchen, meine Lieben, und seid recht herzlich willkommen zu einem weiteren New Meta Gameplay. Wir spielen heute Set im Jungle, ist definitiv möglich. Ich glaube, da haben wir auch schon ein Gameplay von Bronze zu Gold. Allerdings wollte ich den hier nochmal vorstellen, wie ich den spiele, was ich maxe. Und wie alles funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Anfang die Q oder ES geben soll. Aber ich glaube, die Q ist da schon in Ordnung. Hat zwar eine Sekunde längeren Cooldown, macht aber auch deutlich besseren Schaden. Aber definitiv maxt man zuerst die E im Jungle. Da man deutlich schnelleren Jungle Clear Speed hat. Ich habe Deck Speed Runen mit dabei, okay. Heute die FPS ein wenig niedriger als gewohnt. Ich bearbeite nämlich im Hintergrund gerade ein Video. Deck Speed Runen dabei im Jungle, wichtig von mir aus gesehen. Damit man einfach schneller auto-attacken kann. Und ich würde als Set Jungle vorschlagen, dass ihr Level 4 macht und dann erst den Shadow Skill. Aus dem Grund, Level 3 könnt ihr meistens sowieso relativ wenig machen. Die größte Power natürlich Level 6 Power Spike. Oh. Okay. Job. Da dachte ich noch kurz, dass die uns entwischt. Allerdings nochmal. Was ich getan habe, kann Gut nicht gelaufen. ungeschehen. Die Frage ist jetzt natürlich, was kauft man mit Zed im Jungle denn ein? Okay, das Camp könnte sich als schwierig erweisen. Okay, ne, funktioniert doch. Bobby dürfte noch nicht da sein. So, das ist natürlich super lucky, dass wir hier den Kill bekommen, noch vor Level 6. Ich würde auf entweder das rote oder auf das blaue gehen. Ich gehe jetzt aufs blaue. Das blaue ist meistens ziemlich
nützlich. So, so. Hier noch ein paar Bots. Und es geht wieder ab in den Jungle. Okay, Top-Lane Solo-Kill gerade gefallen. Das ist natürlich alles andere als gut. Auf der falschen Taste. Gleichgewicht ist Schwäche. Ich hoffe, das wird kein Execute. Das hat er gut gedodged, da kann man nichts machen, aber naja. Schafft Yasuo den? Und kann ich Doppeln was machen, ist natürlich die nächste Frage. Hier ist Damage. Okay, das habe ich mir nicht erwartet, dass der hier so einen krassen Damage raushaut. Aber, naja. Deutsche, okay. Okay, konnte man schon einen Namen erkennen. So, wir müssen wieder einkaufen. Denn wichtig ist, im Jungle normalerweise mit ca. 1000-1500 Gold soll man definitiv einkaufen gehen. Und jetzt kaufen wir uns hier diesen Bot. Aus dem Grund, der Grund ist ganz einfach. Als Set werde ich nicht so schnell viel Lifesteal haben. Also müssen wir uns diesen Bot kaufen, damit wir nicht durchgehend wieder Geld in Bots investieren müssen. Und wenn jetzt alles nach Plan läuft, ja.
Okay, es läuft nicht nach Plan. Okay. Okay. Ein Verbündeter wurde getötet. Okay, da wurde ich reingebetet. Das war absolut uncool. Und wir kaufen einfach von nun weg den normalen Lethality Build. Das sollte eigentlich gut klappen, wobei die haben Poppy. Naja, eigentlich nur Poppy, die tanky wird. Von daher definitiv eine gute Wahl. Der Durchdringungsbild würde uns hier wenig bringen mit Kata, Jin und Gangplank. Alles Charaktere, die nicht sonderlich tanky werden. Gegnerische Doppeltötung. Da habe ich meine Shadow. Leider etwas gefehlt. Aber naja. Leona musste dafür sterben. Keine Hektik ist verboten.
Okay. Wir haben wieder sehr viel Geld, sollten uns, ja. Jumus ist ready. Und eigentlich ist unser einziges Problem der gängerische Fizz, also bauen wir Mercury Straits. Vielleicht mal Mortius würde in unserem Bild auch relativ gut reinpassen, könnte ich mir vorstellen. Keine Furcht vor dem verborgenen Pfad. War äußerst knapp. Nein! Fuck that shit! Das war knapp. Das war eine halbe Sekunde oder Sekunde auf Shadow. Ich hätte nicht nochmal zurückklappen sollen. Vielleicht wäre ich rausgekommen. Ah, das sagt jetzt ein wenig. Schade, schade. Ja, jetzt gibt es zwei Optionen. Zum einen könnte ich Marth Mamortius bauen, wobei ich mir aber nicht sicher bin, ob ich das bauen soll. Wäre definitiv eine gute Wahl. Oder man baut Sound der Nacht, also das Lethality Item. Wäre definitiv auch eine gute Option. Hier jetzt die Frage, was bringt mir in diesem Moment mehr? Und dabei würde ich sagen, Saum der Nacht bringt mir mehr. Da würde ich sagen, Saum der Nacht bringt mir mehr. Gleichgewicht ist Schwäche. Zum einen, da ich einen Spell abfangen kann. What, der überlebt? Nee, nicht wirklich. Okay, gut. Das war definitiv worth, und ich glaube wir bauen Saum von Nacht. Ich kann den Spell abfangen. Marth Mamortius können wir anschließend auch noch bauen. Oh, es wird doch sterben. Oder ach doch, okay. Okay, das sollte nicht reichen. Ah, so close. Schade. Das war wirklich knapp und schade. Never ever. Okay, ich bin der Einzige in diesem Spiel, der noch relativ... Oh fuck. Oh fuck. Alles verhaut. Ups. Eigentlich wollte ich rein shadowen. R-Combo
Dann wird er raus. Aber. Okay, das war ein schlechter Engage von unserem Yasuo. Bam, RIP. RIP, RIP. Okay, ich komme. Vielleicht kann man da noch was machen. Das ist ja einfach nur Bullshit. Ja, was macht man jetzt in dieser Situation? Das Ding ist jetzt langsam, wird Jhin auch sehr gefährlich und fett. Gangplank sowieso. Okay, das sollten wir nicht mehr chasen. Da musste ich alle Register ziehen. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. War das jetzt ein KS? Ich glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ein Verbündeter wurde getötet. Na gut, so unkoordiniert wie wir hier reingehen. Ah!
sterbe an dem Gift, oder? Nee, der Life Rack von Red Buff macht das Ding, what the fuck? Wie kann man so ein Glück haben, what the fuck? Gefühlt minus 10 Leben. Okay, das reicht noch nicht ganz. Ich vergesse immer diese Seite einzusetzen. Naja. Keine Furcht vor dem verborgenen Pfad. Ich versuche jetzt mal hier die Botlane abzuholen. Keine Technik ist verboten. Wobei, okay, der ist nicht doof, der ist schon weggegangen. Der ist schon... Fuck. Hätte Fahrradkette. Naja, egal. Ich hätte noch Flash Up gehabt. Das heißt, ich hätte hier irgendwie vielleicht noch rauskommen können. Aber fürs Damage hier noch. Katault waren definitiv zu viel. Aber naja. Die Frage ist, was bauen wir jetzt? Blutdürster, da bin ich mir immer so unsicher. Wir könnten Duskblade kaufen. Ich glaube, das machen wir auch. Aber da sparen wir zuerst hier auf 1300. Gegnerische Doppeltötung. Die werden gerade Draken.
Das habe ich mir gedacht. Ich hatte leider kein Wort mehr, da ich mir das Polizei-Item gekauft habe. Das Teil hält echt nicht mehr lange. Eigentlich keine Vision auf mich gehabt haben. Okay, hier war definitiv Vision. Okay, sein Schuss ist auch noch angekommen. Da. Wir gehen zurück. Gleichgewicht beherrscht nur Narren. Nur drauf, doch noch nicht. Ich habe gerade gesehen, es fehlt nicht mehr allzu viel. Quinn lebt da gefährlich. Jetzt gehen wir definitiv zurück.
So. Ich glaube nicht, dass Jin das verteidigen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bezweifle das ehrlich gesagt. Okay, wie es aussieht, habe ich mich mal wieder geirrt. Eine Person kann ich natürlich rausnehmen. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Oh fuck. Die wollen jetzt vermutlich Elder Drake angehen. Quinn natürlich super schnell. Also Fizz kann ich definitiv vergessen. Fizz ist halt Fizz. Der jumpt einfach und dodgt alles von mir. What? Konnte Jin bitte... So, Benji. Benjis, ich hätte den letzten Auto-Attack wohl noch machen sollen. Ignite? Ah, Ignite. Okay. Naja, ich glaube, man kann sich nicht beklagen. Wir stehen 21, 7, 11.
Und ich glaube, das allein ist schon der Beweis dafür, dass man Zed definitiv jungeln kann. Hätte ich schneller reagiert, wäre ich mit meinem Shadow noch von Jins W gedodged. Ich habe allerdings nicht schneller reagiert, also. Okay, die machen Duo Baron. Den sollten wir definitiv unterbinden können. Ja. What? Oh, ich hab vergessen, meine Port nachzukaufen. What the fuck? Sind das die Trolls? Kann sie es schaffen? Nope. Nope, aber die sollten nichts für bekommen. Beziehungsweise, okay. Vielleicht mit den Tower, aber ich glaube nicht, dass die... Okay, da macht doch recht krassen Damage. Inhibitor vielleicht noch dazu. Ich glaube nicht, dass ihr nur den irgendwie treffen kann. Viel zu viele Minions auch noch da. Poppy hätte definitiv auf der Top-Lane den Dao holen können. Wir waren schließlich geaced. Zwei für einen, das ist nicht gut. Der Engage von Quinn war ein wenig überhastet. Unser Team war noch nicht da. Ich wollte da noch rein ihr helfen, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, das ist jetzt Baron plus Elder für unsere Gegner. Ein Verbündeter wurde getötet. Hier natürlich blöd, dass Ezreal gecatcht wurde, aber ich glaube, wir können das schon dürfen. Ich und Quinn leben gleich wieder. Und bis Jin hier ist, ist es ein... Fizz ist auch noch oben. Ist es ein 3 gegen 4, das könnte man schon schaffen.
Okay, da wollte ich schon kurz flashen. Dieser Damage ist einfach sowas von abnormal. Oh, und jetzt Jhin mit GA, das gefällt mir überhaupt nicht. Wow. Okay, ich glaube, ich verkaufe das und kaufe mir einen GA. Aber ich glaube, das Game dürfte jetzt vorbei sein. Wobei Ezreal hier noch aufräumt. Aber nee, das reicht nie. RIP. GG, well played. Ja, leider vorbei. Ich glaube, wir sehen uns aber noch kurz den Damage-Grafen an. Der würde mich jetzt interessieren. Also definitiv am meisten Gold vom Spiel. Fizz am meisten vom Spiel, ich am meisten vom Team. Damage dealt, ich weiß es nicht. Na gut, 50k, knapp hinter Fizz damit. Ich glaube definitiv, kann sich sehen lassen. Und nun kurz zu meinem Resümee. Set Jungle, versucht ihn, probiert ihn aus, ist ein super Pick. Er ist nicht nur in der Mitte stark, sicherlich, da kann ein Zed ziemlich ein krasser Lane-Bully sein. Aber früher oder später geht ein Zed sowieso roamen. Und im Jungle hat man da halt immer einen Überraschungsmoment, wenn der Gegner nicht weiß, wo du bist. Deshalb Zed im Jungle, probiert ihn aus. Für mich definitiv ein super viable Pick, den man auch im Ranked spielen kann. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge New Meta. Macht's gut, bis dann und ciao.